Zu Besuch bei der Filmkommune rund um Regisseur Roland Reber. Die Gruppe hat sich nämlich die Frage gestellt, kann man in Corona-Zeiten überhaupt noch einen Film drehen? Die Antwort entstand in der heimischen Garage. Bühne frei für das Kurzfilm-Musical Coro Neuer. Mein Onkel hat eine Allergie und die Heuschnupfen heißt. Normalerweise packt er das, weil er einfach verreist. Jetzt haben wir nicht nur Angst vor Tod, wir haben auch Angst zu leben. Es muss doch auch noch andere Möglichkeiten für uns geben. Dann kamen halt die ganzen Vorschläge von den Branchenverbänden und wir haben uns die durchgelesen und das wurde irgendwie immer absurder. Wenn Sexszenen für den Film notwendig wären, dann sollte einfach die Schauspielerin oder der Schauspieler das mit seinem Partner zu Hause drehen und nachher sollte dann der Kopf da drauf projiziert werden. Ja, was ist eigentlich mit Sex und mit der freien Liebe? Wir alle haben doch unsere sozialen und anderen Triebe. Wie sollen sich Tinder-Dates mit 2 Meter Abstand paaren? Die künstlerische Freiheit, wie können wir die so bewahren? Sehr freie Filme dreht Roland Reber seit Anfang der 80er Jahre. Er ist einer der wenigen explizit unabhängigen Filmemacher. Das Budget ist stets schmal, die Stoffe nicht massentauglich und meist provokant. So wie beim Motorrad-Road-Movie Engel mit schmutzigen Flügeln. 3 Frauen auf der Suche nach Lebenssinn zwischen Tabubrüchen und maximaler sexueller Freiheit. Und das nennst du geile Bilder? Ja. Man merkt eben doch, dass du vom Land kommst. Auf dem bayerischen Land lebt die Reber-Truppe, aber nationale und internationale Filmfestivals sind ihre Spielwiese. Das Publikum schätzt die sehr eigene Handschrift, fernab der Mainstream-Konventionen und selten jugendfrei. Das ist Bello, ist ein Rottweiler, aber ein ganz lieber. Der Roland und die Mira, die Produktion gegründet haben, haben von Anfang an gesagt, keine Filmförderung. Keine Senderbeteiligung. Wir wollen einfach unsere Ideen auf die Leinwand bringen. Wir wollen absolut in Eigenregie alles machen, auch den Film auch ins Kino bringen als Eigenregie. In Eigenregie entsteht auch das offensive Marketing. Hier macht die Reber-Gang 2019 die Hofer Filmtage unsicher. Begrüßen Sie mit mir die Akteure im Karussell der Bedeutungen und Missdeutungen. Ich sag willkommen heute, diese Chance ist geil, Leute. Der aktuelle Kinospielfilm Roland Rebers Todesrevue erfolgt einer interaktiven Unterhaltungsshow, bei der die Teilnehmer für ein paar Likes ihr Leben aufs Spiel setzen. Eine überspitzte Satire, bei der im Zentrum die ernste Frage steht, wie viel ist uns die Würde des Menschen noch wert? Die Kommune hat den Film Anfang des Jahres ins Kino gebracht, gerade noch rechtzeitig. Wir hatten sehr, sehr viel Glück, weil wir haben wirklich kurz vor dem Lockdown unseren aktuellsten Film, Roland Rebers Todesrevue, auswerten können noch. Und er ist bis kurz vor dem Lockdown eben noch im Kino gelaufen. Und ironischerweise auch noch das letzte Kino, wo wir auch vor Ort waren, hieß auch noch Corona Kinoplex. Das Drehbuch zum nächsten Spielfilm liegt bereits vor. Doch die Umsetzung wird noch dauern. Denn garantiert virenfreie Dreharbeiten unter Quarantäne sind schwer vereinbar mit dem künstlerischen Selbstverständnis der Gruppe. Dafür bringt ihr aktueller Kurzfilm im Netz die Sorgen und Nöte humorvoll auf den Punkt. Und jeden Tag fragt mich meine Oma: Ja, ist denn heute immer noch Corona?